Herzlich willkommen zurück in der Küche. Da sich viele von euch da draußen gewünscht hatten, dass ich wieder an What I Eat in a Day drehe, beziehungsweise mehr Rezepte auf YouTube zeige, dachte ich, wir machen genau das heute. Ich werde dich einfach mal über die nächsten Tage mitnehmen und dir so zeigen, was so meine Hauptmahlzeiten sind, die ich so am Tag esse, weil normalerweise koche ich eigentlich einmal am Tag. Und genau das werde ich jetzt mitfilmen. Und ich werde dir auch zeigen, wie die Rezepte gehen und werde dir alle Zutaten in die Beschreibung packen, damit du das Ganze auch nachkochen kannst. Praktischerweise haben wir auch kein Beleuchtungsproblem des Ganzen, wenn ich dir immer meine Hauptmahlzeit zeige, weil ich koche meistens mittags warm und dementsprechend ist es dann noch hell. Also für die Reisnudelbowl brauchen wir obviously Reisnudeln. Dann als Proteinquelle nutzen wir heute mal Tempeh. Der ist jetzt noch gefroren, der werde ich ein Stück abschneiden müssen. Mal gucken, wie das funktioniert und dann in der Mikrowelle auftauen. Und als Gemüse gibt es einmal Salat, eine Paprika und etwas von diesem Rotkohl hier. Dann gibt es natürlich auch eine Soße, wie immer. Soßen sind ja auch sehr gefragt bei euch. Und zwar machen wir dieses Mal eine Soße auf Erdnussbasis. Dafür brauchst du nicht ganz so viel Erdnuss. Mousse, wie jetzt hier drin ist, aber das ist unser selbstgemachtes Erdnussmus. Dann Limettensaft, das habe ich tatsächlich eigentlich jetzt immer im Glas, weil mir das einfach sonst zu schnell schlecht wird, leider mit den Limetten. Die kann ich dann nicht so schnell verbrauchen, wie wenn ich jetzt einfach hier den Limettensaft kaufe. Dann Agavendicksaft und ein kleines bisschen Sojasauce. Hier auch der Tipp von mir, geh im Asiamarkt mal einkaufen und kauf dir die Sojasauce dort. Da gibt es nämlich wesentlich größere Mengen an Sojasauce und es ist auch wesentlich günstiger, weil sonst habe ich auch immer die kleinen Fläschchen gekauft und ganz ehrlich, dann renne ich alle 2-3 Wochen zum Supermarkt, weil mittlerweile koche ich doch ziemlich viel mit Sojasauce. Was du dann noch optional dazu machen kannst, sind Sprossen. Ich habe jetzt hier noch welche. Die gibt es auch im Asiamarkt. Falls du das magst, falls du es nicht magst, kannst du es einfach weglassen und zum Beispiel auch Gurke noch benutzen. Einfach um dem Ganzen noch so ein bisschen was Freshes dazu zu geben. Genau, ich fange jetzt an mit dem Tempeh, dass ich den schon mal in der Mikrowelle auftaue, wie ich gesagt habe. Und dann sehen wir uns gleich in der anderen Ansicht wieder, damit du auch sehen kannst, was ich hier mache. Ich nutze jetzt tiefgekühlten Tempeh, den muss ich erstmal in der Mikrowelle auftauen lassen, bevor ich ihn dann in Stücke schneiden kann, wie man jetzt hier sieht. Dann Sojasauce und Wasser dazugeben. Das Ganze sollte gerade so bedeckt sein und dann auf dem Herd leicht köcheln lassen. Währenddessen dann die Asianudeln nach Packungsanweisung zubereiten. Die Soße geht auch ganz einfach, dafür einfach Erdnussmus mit Limettensaft, Sojasauce und ein bisschen Agavendicksaft vermengen, für die Konsistenz dann noch ein bisschen Wasser hinzugeben und fertig ist die leckere Soße. Jetzt nur noch ein bisschen Gemüse schnibbeln und dann haben wir eigentlich auch schon alles geschafft. Wenn das komplette Wasser aus der Pfanne mit dem Tempeh verkocht ist, den Tempeh dann nochmal klein schneiden und knusprig anbraten. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Nur noch alle Zutaten in eine Bowl geben, die Soße drüber und gerne mit etwas Sesamsamen noch toppen. Oder zum Beispiel auch Sprossen, wie ich das jetzt hier noch gemacht habe. Neuer Tag, neues Glück und neues Food. Ich habe heute schon ein Online-Seminar gehabt, an dem ich viel mitdenken musste und viel sprechen musste. Deswegen ist mein Kopf auch schon ein bisschen Matsche heute. Es könnte also sein, dass meine Moderationskompetenz in diesem Teil des Videos nicht mehr so ganz on fleek ist. Auf jeden Fall gibt es heute ein neues Gericht. Und zwar habe ich mir eine neue Tofu-Marinade ausgeguckt, die ich gerne ausprobieren möchte. Und zwar eine Orangen-Tofu-Marinade. Klingt sehr experimentell. Ich bin gespannt. Eventuell erlebst du jetzt einen richtigen Food-Fail. Wir werden sehen, wie es klappt. Dazu gibt es auf jeden Fall Reis. Das heißt, den Reis werde ich jetzt als allererstes aufsetzen und währenddessen die Marinade zubereiten und ein bisschen schnibbeln. Dann hoffen wir, dass das Ganze auch gut schmeckt, weil ich habe mittlerweile tierischen Hunger. Wir haben schon nach 12, wie du hier hinten sehen kannst. Ach ja, übrigens zum Thema Reis kochen, den Tipp habe ich schon mal gegeben in meinem letzten Video. Reis bitte immer vorher abwaschen, wenn ihr ihn verwendet, weil Reis mit Arsen vorbelastet sein kann.
und es ist krebserregend. Dementsprechend würde ich euch stark empfehlen, bitte den Reis einfach einmal in Sieb zu geben, abzuwaschen gründlich mit Wasser und dann in den Topf zu geben. Ich mache meinen Reis eigentlich immer in dem Verhältnis 2:1, also ein Teil Reis und zwei Teile Wasser. Das messe ich mit einer normalen Tasse ab. Also ich mache für mich meistens so, keine Ahnung, eine halbe Tasse Reis. Das ist meistens ein bisschen zu viel, aber dann habe ich noch ein bisschen Reste übrig. Und eine Tasse Wasser. Genau, und dann das Ganze aufkochen lassen für eine Minute, zwei Minuten und dann auf niedriger Stufe für 20 Minuten stehen lassen. Je nachdem, was für ein Herd du hast. Ich habe einen Induktionsherd. Das bedeutet, die niedrige Stufe ist bei mir die zweite Stufe, weil auf der 1 tut sich überhaupt nichts. Früher auf meinem normalen Herdfeld, was keine Induktion ist, war es auf jeden Fall die 1. Und genau, dann einfach stehen lassen, 20 Minuten, aber einen Wecker stellen, nicht, dass das Ganze anbrennt. Man kann tatsächlich auch den Herd ganz ausmachen, dann dauert es ein bisschen länger, also dann eher eine halbe Stunde, 40 Minuten oder sowas. Die Zeit habe ich jetzt auf jeden Fall nicht, deswegen ist schon blöd genug, dass ich mir heute was mit Reis ausgesucht habe, anstatt mir Nudeln oder so, wer kennt's, weil Nudeln würden jetzt schneller gehen. Egal, umso länger ich jetzt hier rede, umso länger dauert's. Deswegen würde ich sagen, ab in die Küche. Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, am besten den Reis immer abspülen, bevor man ihn dann verwendet. Ich beginne jetzt damit, den Tofu grob zu würfeln. Das dürfen für dieses Rezept auch gerne ein bisschen größere Würfel sein. Und dann wird eine Marinade zubereitet aus Sojasauce und Stärke. Am besten macht ihr das so wie ich, dass ihr die Stärke mit der Sojasauce in einem kleinen Extraschüsselchen anrührt und dann über den Tofu gebt. Jetzt kommt das Ganze dann in eine Pfanne und wird knusprig angebraten. Was das Ganze so besonders macht, ist definitiv die Soße. Die besteht aus Orangensaft, ein bisschen Sojasauce, Reisessig oder auch einen anderen Essig sowie Zucker und Abrieb von einer Orange. Hier schneide ich jetzt Ingwer, Knoblauch sowie eine Frühlingszwiebel. Kleiner Trick, den Ingwer am besten mit einem Löffel in Anführungszeichen schälen. Und das Ganze wird kurz angebraten und dann mit der Soße abgelöscht sowie noch ein bisschen zusätzlicher Stärke, damit das Ganze eindickt. Wenn das Ganze die perfekte Konsistenz hat, kann dann auch schon der Tofu hinzugegeben werden. Und das war eigentlich auch schon dieses Rezept. Ich hatte dich ja schon vorgewarnt, dass das Essen, was ich gestern gekocht habe, ein kleiner Fail werden könnte. Und dreimal darfst du raten, was eingetreten ist. Es ist nicht in dem Sinne ein Fail gewesen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Rezept hat, wie du gesehen hast, auch wunderbar funktioniert. Es war einfach nur nicht mein Fall. Und das Ärgerliche daran ist, dass ich es mir auch hätte vorher denken können, weil ich habe eine kleine Abneigung mittlerweile gegen Orangensaft. Und falls du ungefähr mein Alter hast, also so Ende 20, Anfang 30, kannst du dir jetzt vielleicht auch schon denken, woran das liegt. Es gab Zeiten, in denen man sehr viel und sehr gerne Spirituosen mit Orangensaft gemischt hat. Jedenfalls, es gab auch eine Zeit in meinem Leben, in der ich sowas sehr gerne getrunken habe und es mir dann im Anschluss vielleicht das eine oder andere Mal durch den Kopf habe gehen lassen, ob das eine gute Idee war. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen, bevor ich ein Rezept mache, wo Tofu mit Orangensaft mariniert wird. Das heißt, falls du kein O-Saft-Fan sein solltest, so wie ich, dann würde ich dir vielleicht nicht empfehlen, dieses Rezept nachzumachen. Das lohnt sich dann in dem Fall nicht unbedingt. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das Rezept sehr gut schmecken kann. Ich kann es jetzt leider nur einfach nicht wirklich neutral bewerten. Anyways, neuer Tag, neues Rezept und heute greife ich auch auf ein ganz altbewährtes Rezept von mir zurück. Schnell und einfach mit wenig Zutaten, so wie du es von mir kennst. Und zwar gibt es ein Hummus. Nach dem gestrigen Fail habe ich beschlossen, heute auf ein Rezept zurückzugreifen, was bei mir regelmäßig auf dem Speiseplan steht. Was war das? Jedenfalls gibt es dann heute kein Fail, sondern bei mir ein All-Time-Favorite und das ist Kichererbsensalat und in meinem Fall jetzt Italian-Style. Das habe ich irgendwann mal so erfunden, keine Ahnung. Ich schmeiße ja ganz oft einfach irgendwelche Zutaten zusammen und gucke dann, was dabei rauskommt. Und in der Vergangenheit habe ich den schon öfter gemacht. Er kam auch immer sehr gut an
Und der ist, ich würde sagen, italienisch angehaucht, weil ich den mit Balsamico und mit getrockneten Tomaten mache. Und ich benutze dazu meinen Lieblingssalat aktuell, nämlich Rucola. Du kannst aber den Salat auch gegen jedes beliebige andere Blattgemüse austauschen. Ich würde dir als Alternative jetzt noch Babyspinat empfehlen. Das schmeckt auch sehr lecker. Ja, und dann würde ich sagen, wir gehen in die Küche. Ich bereite den Salat zu und erkläre dir, wie das alles funktioniert. Der ist wirklich super schnell gemacht, auch mega gut für unterwegs oder auch ja, zur Arbeit, zur Uni, zur Schule mitzunehmen. Genau, also lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren. Zuallererst Nudeln portionieren. Ich mache das ganz gerne mit einem Teller, so sehe ich auch ungefähr, wie viel dabei rauskommt. Dann die Kichererbsen gründlich abwaschen. Du siehst, es schäumt hier. Dieses Schäumen sollte dann am Ende aufgehört haben. Dann weißt du, du hast genug abgewaschen. Hier schneide ich jetzt noch den Rucola etwas klein und die eingelegten Tomaten und die Oliven. Ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, eingelegte Tomaten hier zu verwenden, weil das macht den Salat einfach noch so viel besser. Am Ende verfeinere ich das Ganze jetzt noch mit Öl, Essig, Agavendicksaft, dann noch ein paar Kräuter hinzu und auf jeden Fall das italienische Nudelgewürz von Just Spices. Das passt super gut dazu. Und damit haben wir das Rezept auch schon fertiggestellt. So, ich bin zurück. Das waren jetzt 3 Tage vegane Hauptmahlzeiten ohne Ersatzprodukte. Falls ich mehr solche Videos machen soll, dann zeig mir das doch unbedingt mit einem Daumen nach oben auf dieses Video. Und ansonsten verabschiede ich mich für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder.